Langsam Zeit, dass mal wieder der Sommer hier in diese Gefilde reinkommt. Ja, herzlich willkommen hier auf finanzmarktwelt.de. Mein Name ist Michael Borgmann und momentan bin ich in meinem draußen Büro, was allerdings bei Temperaturen rund um bzw. knapp über den Gefrierpunkt nicht ganz so angenehm ist. Aber im Frühling, Sommer und auch möglichst im Herbst sitze ich meistens hier draußen tatsächlich auf meiner Terrasse und versuche hier, ja, heimlich, wohlig, von Holz umrandet, Trades zu finden und Analysen zu schreiben und dementsprechend auch, ja, da oben seht ihr jetzt gerade meine abgeklemmte Satellitenschüssel, da muss ich auch mal bei. Ja, so ein Garten hat immer eine Menge Arbeit und während ich heute so ein bisschen durch den Garten laufe, habe ich natürlich auch mal ein bisschen geschaut, wie das hier aussieht. Da kommt ja meist im Frühjahr dann eine Menge Arbeit schon auf einen zu. Ich habe letztes Jahr angefangen, so ein bisschen mit Hochbeeten zu arbeiten, selbst Gemüse zu erzeugen. Bin jetzt nicht gerade der Ökobauer, aber momentan sieht das dann hier mehr so aus. Die Beete sind abgedeckt soweit und ja, hier unten gab es auch noch, habe ich einfach mal stumpf so einen ollen Sandkasten umgebaut zum Beet. Auch das hat funktioniert. Aber das macht Spaß. Das gibt vor allen Dingen Bewegung. Das ist wichtig beim Traden, dass man auch mal vom Monitor wegkommt. Insbesondere in den Sommermonaten ist es auch sehr, sehr unangenehm. Im Winter kommt man leider mit dem Hintern nicht oft so oft hoch. Und wo ich jetzt gerade hier in meinem neuen Vogelbeet bin oder an meinem neuen Vogelbeet, dann sehe ich hier jede Menge Unkraut. Klar, unser einer zupft das dann natürlich eher raus und versucht das auf ökologische Art und Weise zu entsorgen. Aber da kam mir natürlich die Idee, da könnte man ja auch mal eine Analyse zur Bayer-Aktie machen, die ja nun bekannt ist, dafür inzwischen auch Produkte zu haben oder vorher auch schon, die vielleicht nicht ganz so ökologisch sind und schwer im Verruf sind. Aber davon abgesehen kann man sich ja trotzdem mal die Aktie angucken. Da sollte man keine Vorbehalte haben. Aktie ist Aktie, Chart ist Chart und mit Ethik und Börse braucht man mir sowieso nicht kommen. Das passt sowieso pauschal nicht zusammen und dementsprechend gibt es heute nach Börsenschluss, also nach Xetra Close 17:34, 18 Uhr circa, dann eine Analyse zur Bayer-Aktie mit einer möglichen Einstiegschance. Dann heute. Danke und tschüss, ich muss wieder rein. Boah.